Hi an alle zusammen da draußen. Schön, dass du wieder hier bist. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr eure alten Grooves, die ihr wahrscheinlich schon sehr lange spielt, mal interessanter machen könnt, um wieder etwas Frische reinzubringen oder um euch zu motivieren. Zudem ist es auch eine Art Übung, die es euch dann erlaubt, wenn es die Musik verlangt, kreativer zu werden und ihr euren Stil entwickelt. So werden die alten, ausgelutschten Grooves doch auch wieder interessant und übt sie wieder, was auch Ziel dieses Videos ist. Wenn ihr die Noten haben wollt, sie sind wie immer unten kostenlos zum Download bereitgestellt. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, abonniert ihn und gebt mir einen Daumen nach oben. Ich werde euch diese Beispiele mit diesem Groove hier zeigen. Den Groove würde ich jetzt so modifizieren, dass ich zum Beispiel versuche, ihn beidhändig auf der High zu spielen. Oder ihr geht her und setzt die rechte Hand auf die Right. Eine sehr coole Variante ist dann, wenn ihr den Zwischenschlag zum Beispiel mal auf das Tom 1 setzt. Oder das Ganze auch wieder beidhändig. Bei diesem Groove, wenn ihr ihn beidhändig spielt und mit der rechten Hand auf der Right, bietet es sich an, dass ihr die Right-Kuppe-Variante hernehmt. Was ich sehr gerne mache, ich ersetze bestimmte Bassdrum-Schläge mit einem Tom. Oder ihr versucht auf der Hi-Hat etwas Abwechslung reinzubringen, indem ihr zum Beispiel 32 mit anfügt. Eine coole Variation ist auch, wenn ihr anstatt mit rechts die Hi-Hat mal das Tom 3 spielt, die Snare auf 2 lässt, aber diesen Zwischenschlag auf 2a oder 2d auf das erste Tom setzt. Da könnt ihr jetzt hergehen und mit dem linken Fuß die Achtel auf der Hi-Hat mitspielen. Als letztes Beispiel, ihr könnt auch diese 16. Hi-Hat, wo ihr vorher beidhändig auf der Hi-Hat gespielt habt, genauso mit den Toms spielen. So könnt ihr eure alten, ausgelutschten Grooves einfach mal wieder aufpeppen und sie werden dann auch wieder interessanter für euch. Hier nochmal ein Beispiel mit einem anderen Standard-Groove.
Nun, an diesen Beispielen hoffe ich, konnte ich euch zeigen, dass man mit alten Grooves auch mehr üben kann bzw. auch mehr rausholen kann, um kreativer zu werden. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Abo da, gib mir einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.